So, es geht jetzt endlich los. Wir haben jetzt alles gepackt. Ich verlasse jetzt mein Haus. Und dann fangen wir an zu reisen. Ich zeige euch nochmal kurz das Haus. Dort vorne habe ich gewohnt. Die Jungs und Mädels sind gestern mit ihren Autos angekommen. Und jetzt geht es zuerst auf die Phillip Island. Das ist unser Auto. Und das ist das Auto von den Mädels. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Phillip Island. Wir sind endlich losgekommen, nach etlichen Stunden Einkauf. So, unsere Travelmates fahren direkt hinter uns. Creepy hier. Ich bin jetzt nämlich gerade allein im Zelt, da wir wild campen. Wir sind heute auf der Phillip Island angekommen und waren den ganzen Tag über, wir sind eigentlich relativ spät erst losgefahren und waren dann noch so ein bisschen am Strand. Das Wetter war leider nicht so gut. Und jetzt haben wir den ganzen Abend nach einem Platz gesucht für Wildcampen, da leider nur zwei im Auto pennen können. Also zwei in jedem Auto und einer muss im Zelt pennen, das bin jetzt ich. Und jetzt campen wir wild am Ende von irgendeiner Wohnsiedlung. Und es ist ein bisschen unheimlich. Morgen werden wir dann die Phillip Island weiter erkunden. Eigentlich wollten wir uns auch die Pinguine angucken, haben bis jetzt aber noch keine gesehen. Und ja, es kostet einfach verdammt viel Eintritt, wenn man die sehen will. Und wir hoffen, welche in freier Wildlaufbahn sehen zu können. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder und zeigen euch so den Rest der Phillip Island. Also es hat sich bis jetzt auf jeden Fall schon gelohnt. Liebe Leute, es ist 7 Uhr morgens, es ist der 24. Dezember und wir frühstücken am Strand. Ist das nicht geil? Ja, wir sind jetzt auf Phillip Island, haben eine Nacht wild gecampt und haben uns jetzt heute Morgen einen Strand gesucht und wollen jetzt hier frühstücken. Und dann wollen wir ein schönes Heiligabend verbringen auf Phillip Island. Mal sehen, was der Tag so bringt. Das Wetter ist schon mal richtig geil. Und haben unser Weihnachtsdinner eingekauft und das kochen wir jetzt.
jetzt wieder von der Phillip Island runter. Es war richtig, richtig geil. Ja, wir haben Weihnachten am Strand verbracht, wie ihr bestimmt gesehen habt. Und jetzt sind wir von der Phillip Island wieder runter und kurz vor Melbourne. Morgen fahren wir nochmal nach Melbourne rein, müssen nochmal meine GoPro umtauschen, weil die leider rumspackt. Wir stehen jetzt auf einer Raststätte, werden uns gleich noch ein bisschen was zu essen holen und dann eine schöne Nacht verbringen. Wir werden die Great Ocean Road verschieben und früher nach Sydney gehen und dort dann Silvester verbringen. Jetzt machen wir uns erstmal einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielleicht dann schon aus Sydney.